passen wir natürlich jetzt den sogenannten Gegebenheiten an und dem Lagebild. Zurzeit sind wir mit ca. 22 Fahrzeugen und 80 Mann vor Ort. Handelt sich um einen Brand einer Lagerhalle, wie Sie im Hintergrund sehen. Verletzte Personen liegen uns zurzeit nicht vor. Neben dem Löschen versuchen wir natürlich aber auch ins Innere der Lagerhalle immer weiter vorzudringen, um eventuell Verunfallte zu finden. Aber wie gesagt, Gott sei Dank liegen uns zurzeit keine Meldungen mehr vor.